Gottes Revision. Melchisedek, König von Salem. Eine Sammlung von Aussagen des Herrn. Die Haushaltung Gottes, Band 3, Kapitel 362. Nach der Sündflut. Der Herr aber segnete dieses herrliche Land dreimal und gab es vollends dem Noah und seinen Kindern zu eigen. Und der Noah rühmte und pries Gott darum über und über und sprach zum Herrn: O Herr, was verlangst du von mir nun für diesen Dienst, der dafür ewig verbleiben soll bei allem Samen aus mir? Der Herr sprach: Du weißt, was ich geredet habe zu Henoch. Siehe, diese Ordnung sei stets die deine, und also bleibe du in ihr für und für. Denn ich verlange ewig nichts anderes von den Menschen, als dass sie mich über alles lieben sollen, als ihren Gott, Herrn und Vater. Das verlangte ich vom Henoch, und das verlange ich auch von dir, und von allem deinem Samen. Ich aber will dir nun noch ein Ding offenbaren. Siehe, dass es mir nun wohl gefällt auf dieser Erde, so will ich mir als ein wahrer Fürst der Fürsten, Herr der Herren und König der Könige eine Wohnstätte errichten auf dieser Erde. Unweit von hier werde ich mir eine Stadt erbauen und werde wohnen in derselben bis zur großen Zeit der Zeiten, als wann ich selbst im Fleische wandeln werde unter meinen rechten Kindern. Also soll die Erde nun der Ort sein, auf dem meine Füße ruhen und wandeln werden. Wann ich zu deinen Vätern kam, da ward ich wieder unsichtbar. Aber du sollst mich nun auf meinen Füßen über den Boden der Erde wie einen Menschen von dannen ziehen sehen gegen Abend, hinauf in ein Land, das da Kanaan, gesegnetes Land, heißen soll. Du wirst es erreichen in 17 Tagesreisen. Allda werde ich mir eine Stadt erbauen. Diese sollst du und alle deine Nachkommen Salem heißen. Mein Name aber als des Fürsten der Fürsten, Herrn der Herren und Königs der Könige wird sein Melchisedek, ein Ältester oder Priester von Ewigkeit. Du bist frei, aber deine Nachkommen werden mir den zehnten Teil von allem geben müssen. Die sich weigern werden, die sollen vertrieben sein aus meiner Nähe. Amen. Großes Evangelium des Johannes, Band 1, Kapitel 4. Weil er, der Mensch, als dies leichte sollst, sich nicht wollte gefallen lassen, so ward ihm dafür ein schwereres und gewaltig sanktioniertes gegeben und die Sanktion bei Nichtachtung dieses zweiten sollst pünktlich ausgeführt. Siehe die Sündflut und weiteres derart. Nach dieser Zucht begab sich das Gottwesen in Melchisedek zur Erde und führte die Menschen, aber sie fingen bald wieder zu kämpfen an und mussten durch neue Gesetze gebunden und zur Ordnung geführt werden, so dass ihnen nur eine maschinenartige Bewegung, nahe gegen alle ihre Neigungen stehend, übrig blieb. Durch das Gesetz war demnach eine weite Kluft gestellt, über die kein Geist und kein Wesen mehr einen Sprung machen konnte, wodurch denn auch die Aussicht und das innere Bewusstsein von einer ewigen Fortdauer des inneren, so gestaltig sehr eingeschränkten Lebens in eine sehr zweifelhafte Frage gestellt wurde. Auf solch eine Einschränkung erscheint dann das göttliche Ursein in seiner eigenen Urfülle, und zwar in der Person Christi. Großes Evangelium des Johannes, Band 2, Kapitel 12. Der Jairus sagt: Ich sage es dir, die sämtlichen Oberpriester und alle Unterpriester fürchten weder das Feuer noch den großen Sturm, der vor der Höhle, darin der große Prophet Elias verborgen war, vorüberzog. Aber das sanfte Wehen über der Höhle des großen Propheten fürchten sie, weil sie stets sagen, der Messias in der Ordnung Melchisedeks werde ganz stille kommen, in der Nacht,
wie ein Dieb und werde ihnen alles nehmen, was sie sich bis jetzt erworben haben. Darum will kein Priester die Ankunft des gesalbten Gottes von Ewigkeit erleben, sondern so weit als möglich in die fernste Zukunft verschoben haben. Großes Evangelium des Johannes, Band 2, Kapitel 66. Der Herr spricht: Bist du, Cyrenius, denn in der allerallgemeinsten Geschichte aller Menschen wohl so meisterlich bewandert, dass du auf deren Grund mir vorhalten kannst, dass ich mich um die Rufenden und Suchenden erst jetzt bekümmere und früher nie? Haben nicht die ersten Menschen steten Umgang mit mir gehabt? Wer war seit Noah bis Moses, der Hohepriester zu Salem, der Melchisedek hieß, und auch zugleich ein rechter König der Könige zu Salem wohnte? Wer war hernach der Geist in der Arche des Bundes? Und da der Geist aus der Arche in mich trat, frage: Wer bin nun ich? Großes Evangelium des Johannes, Band 6, Kapitel 221. Der Herr spricht: Wer war Melchisedek, der alleinige höchste Priester, der König von Salem? Wo sind seine Lehren und seine allen Menschen gegebenen weisesten und liebevollsten Gesetze? Seht, eure Väter haben sie vernichtet. Moses hatte in seinem großen sechsten und siebenten Buche all das Verlorene wiedergebracht, und ihr habt es vor dem Volke wieder versteckt und ihm dafür Kot gegeben. Wenn alle Menschheit nun im Argen ist, durch die Schuld der selbstsüchtigen Priester und anderer herrschsüchtiger Menschen, kann da Gott dafür? Gott gab dem Menschen den freien Willen, auf dass der Mensch frei aus sich für sich tätig sein kann. Gott gab dem Menschen aber auch die Vernunft und den Verstand, damit er die Ratschläge und Gesetze Gottes begreifen und verstehen kann, und hat ihm auch die Kraft verliehen, danach zu handeln. Wenn aber ein Mensch sich dabei dennoch aus seinem freien Willen vor der Welt beherrschen lässt und den Rat Gottes nicht achten will, ist er da nicht selbst schuld, so er als ein durch eigenes Verschulden in aller Ordnung Gottes Unkundiger von einem Elend in das andere fallen muss? Weil es nun aber schon zu arg und zu lichtlos unter den Menschen geworden ist, so kam ich selbst nun abermals, als der alte Melchisedek, sogar im Fleische zu euch, wie ich es alles das schon durch alle die Propheten lange zum Voraus habe ankündigen lassen. Großes Evangelium des Johannes, Band 10, Kapitel 59. Der Herr spricht: In dieser Burg aber befindet sich ja auch ein großer, aus Basaltsteinen gemauerter Keller. Hast du diesen noch niemals entdeckt und gesehen? Sagte der Alte und ein paar seiner nächstalten Vettern. Ja, es soll wohl einmal ein Keller voll des besten Weines bestanden haben, und es sollen in ihm auch andere Schätze irgend verborgen sein, doch niemand von uns hat es je gewagt, sich in die unterirdischen Höhlen zu begeben und in ihnen zwischen allerlei bösem Tiergeschmeiß und anderen bösen Mächten Nachsuchungen zu veranstalten, und so weiß denn auch niemand den wahren und rechten Eingang in den besagten Keller. Wo und wie kann man in denselben gelangen? Er wird durch deine Macht nun auch, wie alles andere, sich in der besten Zustandsordnung befinden? Sagte ich: So ihr es glaubt, sicher. Aber da von euch niemand den Eingang in denselben kennt, so folget mir, und ich werde euch in den Keller führen. Darauf folgten mir der Alte und noch 10 seiner Leute mit einer angezündeten Wachsfackel, die wir in der großen Küche, wo deren viele vorrätig waren, nahmen und sie daselbst auch anzündeten. Von der besagten Großküche führte einen Säulengang zu einem großen Tor, das aus einer Basaltplatte angefertigt war. Ich zeigte, wie dieses Tor ganz leicht zu öffnen sei, und ich selbst öffnete das große und schwere Tor. Als das Tor geöffnet war, da ward alsbald eine breite Treppe ersichtlich, über die man ganz gut
in den sehr weitläufigen großen Keller gelangen konnte. Als wir uns in diesem Keller befanden, über den diese armen Juden abermals nicht zur Genüge erstaunen konnten, da fanden wir denn auch eine große Menge von großen und kleinen Steingefäßen und auch eine noch größere Menge von steinernen, tönernen, silbernen und auch goldenen Trinkgeschirren, worüber die armen Juden nun freilich große Augen machten und nicht wussten, ob auch diese Dinge von mir wunderbar erschaffen worden seien oder ob sie ihrem Ansehen nach aus der Urzeit herrührten. Ich aber sagte zu ihnen, dies alles, was wir da gefunden haben, rührt noch aus den Zeiten des großen Königs und Hohenpriester von Salem her. Dies war auf dieser Erde seine Burg, die, so wie die Berge mit ihren oft sehr wunderbaren Grotten und Höhlen, nicht von Menschenhänden, sondern durch dieselbe Macht, durch die sie nun wieder wie neu aufgebaut wurde, hergestellt ward. Denn ich allein bin der wahre König von Salem und Hohepriester Melchisedek in Ewigkeit. Großes Evangelium des Johannes, Band 10, Kapitel 179. Sagte ich, der Herr, ja, da magst du wohl recht haben, wie es denn auch geschrieben steht, dass ich mein Licht von den Juden nehmen werde und werde es geben den Heiden. Darum sage ich dir, dass ich denn auch aufheben werde den alten Bund und das alte Testament und gründen werde ein neues sowohl für die Juden wie auch für alle Völker der Erde, nach der Ordnung Melchisedeks, der ein König war aller Könige und ein Oberpriester aller Oberpriester, daher ihm auch alle Könige und Patriarchen der Erde den Zehnt geben mussten, selbst Abraham nicht ausgenommen. Und dieser Melchisedek, von der Zeit Noahs angefangen bis über Abraham hinaus, mit dem der Bund gemacht wurde, durch die ihm gemachte große Verheißung, war ich. Und nun bin ich wieder da, als derselbe, aber nicht um den alten Bund zu befestigen und aufrechtzuerhalten, sondern einen neuen Bund zu machen mit allen Menschen. Und ich werde dann auch bleiben für ewig ein König und Herr und ein Oberpriester in der vollsten Ordnung Melchisedeks. Großes Evangelium des Johannes, Band 10, Kapitel 217. Der Herr spricht: Also war der Patriarch Abraham, der ein Besitzer des ganzen gelobten Landes war, ebenfalls ein ungerechter Haushalter. Aber ihr werdet gehört haben, dass er in dem von ihm bewohnten Orte zu Salem stets einen großen Tisch aufgerichtet hatte, an dem tagtäglich mehrere tausend von armen und dürftigen Menschen gesättigt wurden. Und es ward dann zum Sprichwort, dass diejenigen zu den Glückseligen gehören, die das Glück haben, am Tische Abrahams zu speisen. Und seht, darum war Abraham mein Liebling, und ich habe ihn und sein ganzes Haus vielfach gesegnet. Was ihr aus dem entnehmen könnt, dass Abraham als ein erster und größter Freund des Königs der Könige und des Priesters der Priester, der ohne Anfang und ohne Ende war und Melchisedek hieß, demselben selbst den Zehnt gab und unter den vielen damaligen Königen allein das Glück und das Recht hatte, sich dem Wohnsitze des Melchisedek zu nähern. Und dieser aber einmal selbst zu ihm kam in Begleitung zweier Engel und ihm voraussagte, dass sein betagtes Weib Sarah ihm einen Sohn zur Welt bringen werde, was Abraham denn auch allerfestes glaubte. Aber zugleich offenbarte Melchisedek, dass die Städte Sodom und Gomorra untergehen würden, und weiter weissagte er ihm, dass aus seinem Stamme endlich er selbst als Mensch mit Leib und Blut angetan, zur wahren Beglückseligung aller Menschen hervorgehen werde. Lassen wir aber nun den Abraham und den Melchisedek, denn der Letztere sitzt in meiner Person nun unter euch, und der alte Patriarch Abraham ist im Geiste nicht ferne von ihm. Kindheit und Jugend Jesu, Kapitel 169. Und das Kindlein, Jesus, sprach: Das weiß ich wohl, und noch so manches, was du, Josef, nicht weißt.
aber schicklich wäre es doch gewesen, wenn du auch dem Herrn eine ganze Portion gegeben hättest. Weißt du wohl, wer Melchisedek, der König von Salem, war? Du weißt es nicht. Ich aber weiß es und sage es dir. Der König von Salem war der Herr selbst. Aber außer Abraham durfte es niemand ahnen. Darum verneigte sich Abraham bis zum Erdboden vor ihm und gab ihm freiwillig von allem den zehnten Teil. Josef, ich bin derselbe Melchisedek und du bist gleich dem Abraham. Warum willst denn du mir nicht den zehnten geben von diesen guten Fischen? Genesis, 1. Mose, Kapitel 14. Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedorlaomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus, und er war ein Priester Gottes des Höchsten, und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Die drei Tage im Tempel zu Jerusalem, Kapitel 19. Die Erklärung der beiden Worte Jerusalem und Melchisedek durch den zwölfjährigen Jesus. Sagte Barnabä: Aber liebster wunderbarer Knabe, wegen der zwei Worte Jerusalem und Melchisedek, darüber möchten wir wohl noch heute von dir einiges vernehmen. Sagte ich, der Herr: So gib denn Acht allein auf die einzelnen Wurzeln der althebräischen Zunge. Je, dies ist, Ru oder Rua, die Wohnstätte, Sa, für den, Lem oder Lehem, großen König, Me oder Mei, meines, Lchi oder Lichi, gelesen Litzi, Angesichtes oder Lichtes, Sedek, Sitz, du sitzt. Zusammengesetzt: Dies ist die Wohnstätte für den großen König, der Sitz meines Angesichtes. Ihr wisst, dass die Alten die Selbstlaute bei der Wortbildung zwischen den Mitlauten wohl aussprachen, aber aus einer gewissen Pietät, aus Rücksicht und Ehrfurcht vor Gott, dessen Name Jehova aus den fünf Vokalen Jehoah gebildet ist, nicht niederschrieben. Man muss also nach bei solchen über 1000 Jahre alten Worten die Vokale zwischen die Konsonanten zu setzen verstehen. Und der wahre Begriff eines so alten Namens erklärt sich dann von selbst aus seinen Wurzeln.